Kurz informiert bei Heise Online mit Marie Koch. Die Deutsche Telekom verkauft die Mehrheit ihres Funkturmgeschäfts GD Towers in Deutschland und Österreich an den kanadischen Investor Brookfield Asset Management und an den US-Investor Digital Bridge. Das teilte die Telekom am Donnerstag mit. Der Deal ist rund 17,5 Milliarden Euro schwer. Die Telekom verkauft dabei allerdings nicht das gesamte Geschäft. 51% gehen an die beiden Käufer, 49% hält weiterhin die Telekom. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren und umfasst eine langfristige Leasingvereinbarung für Telekom Deutschland und Magenta Austria. Der Telekom-Aufsichtsrat hat dem Geschäft, bei dem es um mehr als 40.000 Funktürme geht, bereits zugestimmt. Großes Energiesparen versprechen Hersteller programmierbarer und speziell vernetzter Heizungsthermostate. So viel Energie, wie die Werbung verheißt, sparen sie wohl nicht, aber immerhin. Doch die Sache hat einen Pferdefuß. Die Programmierung führt dazu, dass sehr viele Heizungen morgens gleichzeitig anspringen. Je mehr Heizungen aus Umwelterwägung elektrifiziert und mit programmierbaren Thermostaten bestückt werden, umso größer die morgendliche Spitzenlast im Stromnetz. Das zeigen Daten aus vernetzten Ecobee-Thermostaten, deren Besitzer freiwillig ihre Daten für Forschung spenden. Die Geräte des kanadischen Anbieters sind vorwiegend in Nordamerika verbreitet. Auf anderen Erdteilen gibt es weniger als 3000 Ecobee-Datenspender. Bei hoher Nachfrage müssen Kraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung mehr Öl, Kohle und Gas verbrennen. Uber ist in den USA wegen sexueller Übergriffe und Gewalt von Fahrern mit einer Sammelklage von mehr als 500 Frauen konfrontiert. Die Klägerinnen werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug gegen diese Probleme unternommen zu haben. Dem Management sei der Ernst der Lage seit 2014 klar gewesen. Trotzdem habe es seitdem viele weitere Fälle gegeben, die von Belästigungen bis hin zu Entführungen und Vergewaltigungen reichten. Das teilte die US-Kanzlei Slater-Schulman aus San Francisco mit. Sie vertritt nach eigenen Angaben rund 550 Mandantinnen und prüft mindestens 150 weitere Fälle. Uber erklärte auf Nachfrage, sich zu offenen Rechtsverfahren nicht äußern zu können. Andrej Karpathy verlässt Tesla. Der KI-Chef des Unternehmens und der Autobauer gehen nach 5 Jahren getrennte Wege. Das gab Karpathy in einem Tweet am späten Mittwochabend bekannt. Gründe für die Trennung nannte Karpathy in seinem Tweet nicht. Er war im Bereich der künstlichen Intelligenz unter anderem für die Autopilot-Einheit Teslas zuständig, die in den Elektroautos eine Art Fahrassistenten darstellen. Die Firma von Elon Musk sah sich zuletzt beim Thema Autopilot in den USA einer großen Anzahl an Unfällen mit dem Fahrassistenten sowie einer ausgeweiteten Untersuchung durch die Fahrsicherheitsbehörde gegenüber. Diese und weitere aktuelle Nachrichten erhalten Sie ausführlich auf heise.de. Werbung. Komm zur BDBOS, Telekommunikation für die Bundesbehörden. Wir brauchen Verstärkung für unsere Dienste. E-Mail, Voice und Video, Betriebsengineer und viele mehr. Kannst du noch nicht? Bringen wir dir bei. Als ITlerin bist du bei uns goldrichtig. www.bdbos.de